Heute geht es darum, wie man die Buttons hier unterschiedlich konfigurieren kann, sodass ich einen Rechner habe, der wirklich rechnet. Ich habe also Ziffern-Buttons, mit denen ich Ziffern eingeben kann. Ich habe Operations-Buttons, mit denen ich eine Operation eingeben kann und dann einen Button, der mir das ausrechnet. Und dann kann ich weiterrechnen und ich könnte das zurücksetzen und könnte eine neue Rechnung beginnen. Das wollen wir also alles erreichen. Gut, dazu schauen wir uns zunächst erstmal die Oberfläche an. Und hier haben wir jetzt schon einige Buttons drin und wir wissen auch, wie man die Button-Klasse verändert, wie man Attribute vorbelegt. Wir machen das jetzt mal so, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht einen Button an sich, sondern wir haben einen Ziffernknopf. Und wir haben einen Operationsknopf. Und die beiden unterscheiden sich nur durch die Farbe. Ansonsten gleiche Aktion. Und jetzt sagen wir hier unten, das wäre also jetzt der Ziffernknopf. Und hier machen wir noch einen Ziffernknopf draus. Und noch einen Ziffernknopf. Und bei den Operationen sagen wir, das hier ist der Operationsknopf. So, und dann brauchen wir am Ende noch einen weiteren Button. Das machen wir gleich mit. Reset, wo wir unseren Taschenrechner zurücksetzen. Speichern wir das mal ab und schauen uns das Programm in seiner Ausführung an. So, da haben wir uns irgendwo verschrieben. Ziffernknopf. Ach ja, und zwar muss ich natürlich hier noch sagen, diese beiden Klassen, die sind ja eigentlich Buttons. Also es muss hier noch ein Add-Button dahinter und das bedeutet, Ziffernknopf ist eine Erweiterung der Klasse Button und bei der gelten eben einfach diese Voreinstellungen. Und jetzt probiere ich das. Speichern muss ich auch noch vorher. Und was ich jetzt sehe ist, dass hier drei Ziffernknöpfe sind, die eben mit dieser Türkisenfarbe belegt sind. Ich habe hier einen Operationsknopf, der blau belegt ist. Und wenn ich hier draufklicke, machen die immer noch das gleiche wie vorher. Der auch. Und wenn ich auf Berechnen drücke, kommt natürlich noch die alte Ausgabe von früher. Das heißt, eigentlich rechnet er noch nicht. Das ist jetzt der zweite Teil, den wir angehen wollen. Wir schauen uns die Funktion hier weiter an und da sagen wir berechne. Ich nenne das jetzt einmal berechne 2 und diesem berechne 2 geben wir diesmal gar nichts mit, sondern wir sagen die Ausgabe soll gleich sein der Zeichenkette, die durch Evaluierung genau dieses Feldes
passiert. Und wir müssen natürlich jetzt statt berechne 2 in unsere Oberfläche an diesen Button ranhängen. Also hier unten steht jetzt nicht mehr berechnet das alles, sondern berechnet 2. Und das können wir alles wegschmeißen. Wir haben ja nur einen Übergabeparameter und das ist dieses App hier vorne. Wir speichern das ab. So, 7 plus 9. Und dann kommt 16 raus, plus 1, plus 1. Das scheint also schon mal zu funktionieren. Und ich kann jetzt hier immer weiterrechnen. Und das Problem ist, ich möchte dann gern wieder mal zurück auf einen Anfangswert, wo ich also die Rechnung wegschmeiße und völlig neu anfange. Und das wäre jetzt diese Reset-Taste. Und das machen wir im nächsten Schritt. Bei der Reset-Taste sorgen wir on Release. Reset. Speichern wir das und jetzt müssen wir diese Funktion Reset noch definieren. Und Reset soll unser System einfach zurücksetzen und es müsste also einfach nur auf das Ausgabelabel wieder diesen Wert draufschreiben, hallo, das war ja so unser Startmuster. Und dann kann ich den Text einfach hernehmen und kann sagen, mit kleiner Änderung habe ich da eine Anweisung draus gemacht. Ich speichere das und starte hier erneut die Rechnung. 7 plus 9 ist 16, plus 1 ist 17, Reset. 7 plus 1 ist 8. So, damit haben wir also jetzt es geschafft, einen Taschenrechner zu haben, der jetzt diese eine Operation plus ausführen kann, der mit diesen 3 Ziffern rechnen kann. Diese Ziffer ist noch kein Ziffernknopf, das heißt, sie macht noch nicht das, was wir haben wollen. Das kann dann jeder, der das Tutorial nachvollzieht, dann für sich selbst machen.